Regnerfreunde, hallo. Strahlendes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern. Zeit für ein Rasensprenger-Video. Ich habe es jetzt Bill nachgetan. Bill sitzt immer in einem tollen Pavillon. Viele Grüße, Bill. Und ich habe mir jetzt eine Gartenbank gesucht, auf der das sehr viel komfortabler geht. Worum geht es heute? Heute geht es um einen ZB26 von Perrot. Ein zweistrahliger Regner. Nahaufnahmen folgen. Relativ großes Kaliber, 6 mm Düsendurchmesser vorn und hinten 3,5 mm. Im Hintergrund läuft ein ZB22. Die 22 steht für den Strahlanstieg, 26 ein paar Nuancen steiler. Wir tauschen die nachher, damit man den Unterschied sehen kann. Dann habe ich noch im Hoffnungslauf, da machen wir vielleicht eine Extra-Geschichte. Das ist eine nette Sache, und zwar ein Regner der Firma Lego. Heute heißt die Elgo. Das ist ein israelischer Hersteller, der sich lange um Maschinenbau gekümmert hat. Und irgendwann haben die Beregnungstechnik. Ich erzähle das nochmal gründlicher in einem separaten Video. Witzig ist nur, dass die Firma Elgo heute, dass die Firma Lego von einst, nicht der dänische Steckbausteinhersteller, sondern der Regnerhersteller, sich umbenennen musste in Elgo. Welche Gründe das auch immer gehabt haben mag. So, jetzt der wichtigste Punkt, bevor wir hier in die Details kommen. Der richtige Perrot-Mann hat die Faustzahlen für den Beregnungspraktiker. Das ist ein Büchlein, das sozusagen prima in die Latzhose passt. Das ist auch ein bisschen wasserfest, in dem Heinrich Perrot eigentlich alles, neben den technischen Parametern, alles schreibt, was man über Rasensprenger wissen muss. Also über Feldbewässerung im Dreiecksverband, wie Regner angeordnet sein müssen, damit sozusagen die Wurfcharakteristik so ausgeglichen wird, dass über die beregnete Fläche gleichmäßig Wasser ankommt. Meistens sollen die Regner im Dreiecksverbund stehen. Das geht immer nur, wenn sie auf festen Röhren stehen. Im freien Feld ist das sehr schwierig, den Regner in einem Abstand von 22 Metern kommen zu lassen. Hier drin werden also auch technische Parameter, also die Betriebszahlen, dieser Rasensprenger gezeigt. Also unter anderem der ZB26 und der ZB22 von da hinten. So, jetzt machen wir mal, gehen wir in die Details. Ja, da eine Geschichte noch, und zwar, wenn ich hier so schlau mit meinem kleinen Funkstecker rumsitze, der Trick besteht darin, das ist ein Relais, ein funkgesteuertes Relais für die Pumpe, und wenn ich jetzt hier ausdrücke, dann geht mein Regner da hinten aus. Das hat den Vorteil, man kann dann zu dem Regner gehen und muss nicht zu einem Wasserhahn erst flitzen, um das alles umzustellen. Ja, funktioniert doch nett. Ja, man kann aber auch Schwierigkeiten haben als Rasensprengermann. Und zwar ist das hier mein Hydrant auf dem Testgelände. Und diesen Hydranten teile ich mir mit einem Maulwurf. Der Maulwurf verschont im Wesentlichen eigentlich den Rest der Wiese, aber diesen Hydranten, den muss er vollräumen. Das ist sein Schutzraum, den findet er gut. Ich räume den dann immer wieder raus, und wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme, dann zeigt er mir, das ist mein Hydrant. So, wir haben uns jetzt nicht direkt einigen können, aber für kurze Zeit ist das erstmal wieder mein Hydrant. Kanntest du Unterschied zwischen diesen beiden Regnern? Der ZB22 ist massiver, da ist mehr Bronze verarbeitet worden. Aber ist der Antrieb, und zwar beim ZB22, dem linken, wird die größere Düse als Antriebsdüse benutzt, während beim ZB26, dem rechten, die 3,5 mm Düse für den Antrieb benutzt wird. Wie das im Betrieb aussieht, müssten wir uns mal detailliert anschauen. ZB26D. Sozusagen der Protagonist und Held unseres eigentlichen Filmchens. Und wir sehen jetzt deutlich, wie ein kräftiger Strahl ungebrochen. Und wir sehen jetzt Vergleich. Der ZB22, kann ich den flacheren Strahlanstieg erkennen. Jetzt im Profil, also zwischen 4 Grad Strahlanstieg, ist sehr schwer zu unterscheiden. Aber mein Eindruck ist, er dreht schneller. Aber ich kann mich auch täuschen. Zu den technischen Parametern muss man noch sagen, durch die kleineren Düsen
Der funktioniert hier mit 5,2 in der großen Düse und in der Rückwärtigen, glaube ich, mit 3,5 oder 2,5 sogar nur. 2,5 in der Rückwärtigen. Hat einen Betriebsdruck, einen Fließdruck von 3,5 bar. Ob das jetzt im Handbuch wird hier von 16 Metern Wurfweite gesprochen, die kann ich jetzt ja nicht so richtig sehen. Ne?